Mein heutiger Studiogast ist der Regisseur und Produzent vom Film P is for Prince and Princess und sein kleiner Sohn. Hallo. Also, erstmal habe ich ein paar Fragen so über Sie. Sie sind ja gelernter Theatermaler. Genau. Wie kam es denn so dazu? Also ich habe tatsächlich meine künstlerische Laufbahn am Theater begonnen. Ich habe Theatermalerei am Theater gelernt, in der Schaubühne in Berlin, und war dann 3 Jahre in Wien und habe für die Oper gemalt, ganz große Bühnenbilder, und habe gedacht, ach, eigentlich würde ich ganz gern noch zum Film. Und habe dann an der Filmuniversität, an der HFF in Potsdam, Babelsberg, habe ich studiert. So kam es dann zur Animation. Genau. Schön. In dem Film gibt es ja auch Wörter mit P und so und Fingerabdrücke. Da haben wir uns überlegt, Fingerabdrücke, Wörter mit P, arbeiten Sie vielleicht mit der Polizei zusammen? Stimmt, das wäre auch eine gute Idee. Fingerabdrücke mit Polizei. Nee, ich arbeite nicht mit der Polizei zusammen. Okay. Aber wer mit den Fingerabdrücken, da kommt der Florian mit ins Spiel. Der hat nämlich seinen Fingerabdruck da reingedrückt. Da sieht man das auch, so sieht es dann aus. Und schön. Die Idee war, Figuren zu machen, die Print, also mit dem Fingerprint, Figuren zu machen, die so einfach sind, dass Kinder die ganz leicht nachmachen können. Also das ist ja der Film ist für die Sesamstraße, und wir wollten was machen, was ganz lebendig und auch leicht zu animieren ist, aber auch für Kinder leicht nachzumachen. Und warum jetzt genau auf Englisch? Weil wir das für die amerikanische Sesamstraße gemacht haben. Okay. Also die Sesamstraße ist ja in Amerika erfunden worden, und die haben uns gefragt, ob wir nicht mal für die einen Film machen wollen. Und das wurde direkt auch im Fernsehen dann ausgestrahlt? Genau, das wurde im amerikanischen Fernsehen wurde es ausgestrahlt. In Deutschland lief es noch nicht. Da muss es erst synchronisiert werden. Wenn ja, das wird dann auf Aber Deutsch das geht. Fast alle Wörter, die drin vorkommen, kann man auch auf Deutsch genauso übersetzen. Pony und Prinz und Prinzessin. Ja, und wie kann man sich das jetzt so vorstellen, als die Arbeit als Produzent, weil man denkt ja so, ja, das Film ist 1 Minute, dauert ja eigentlich nicht so lange oder so. Ja. Also ich bin in dem Fall tatsächlich alles in Personalunion, also ich hab mir die Geschichte ausgedacht, ich habe mir die, auch mit den Kindern zusammen, wir haben überlegt, was für tolle Wörter mit P gibt's. Was ist uns alles eingefallen? Oh, das kam jetzt zu schnell. Okay. Piratenschiff. Piratenschiff, ganz genau. Wir haben uns erstmal lauter Wörter gesammelt und haben dann da eine Geschichte draus geschrieben. Dann habe ich die aufgezeichnet als Storyboard und dann nach Amerika geschickt. Ja, geht ja per E-Mail alles ganz schnell. Die haben sich das angeguckt und gesagt, ach, vielleicht nochmal hier ein bisschen da, ein bisschen was ändern. Und als dann die Geschichte fertig war, haben wir gedreht. Richtig die Fingerabdrücke, wie das gemacht wird mit den Kindern, und haben dann angefangen zu animieren. Einfach die Fingerabdrücke, die Sachen dazu gezeichnet, alles am Computer gezeichnet, damit es einfacher geht, als wenn man lauter einzelne Fingerabdrücke auf Papier, sondern dass das so ein bisschen in einem Fluss bleibt. Und das Animieren selbst hat nicht länger als eine Woche gedauert. Aber alles in allem waren wir da schon eine Weile dran in dem Film. Dann wurde auch noch die Musik gemacht, die wurde und ich hatte noch einen Kollege, der mit animiert hat, der so ein bisschen auch das Compositing gemacht hat. Das heißt, Figuren und Hände so zusammengebracht. Also, steckt schon viel Arbeit drin, aber im Verhältnis zu so einem Kinofilm ist es natürlich ein sehr übersichtlicher. Okay. Aber trotzdem ein schöner Film. Ja, danke. Sie arbeiten ja auch freiberuflich. Mhm. Das stellt man sich immer so vor, ja, dann lebt man so sein Leben und dann kommt hier mal ein Auftrag, da mal ein Auftrag. Ist das so, wie man so Geld verdient? Ja, im Prinzip ist es so. Also es sind viele Auftragssachen, manchmal auch eigene Produktionen, dass wir selbst was ausdenken und damit sind ganz unterschiedliche Sachen. Also ich mache tatsächlich auch für Kinofilme animiere ich und habe in diesem Jahr 2 Theaterproduktionen gemacht, wo man, also Back to the Woods, zurück zur Theatermalerei quasi, Sachen, die auf der Bühne projiziert wurden, für eine ganz tolle, so eine Weltreise fürs Luzern Festival in der Schweiz, wo man eine musikalische Weltreise gemacht hat und animierte Sachen.
ganz, ganz unterschiedlich. Da kommen Leute auf mich zu oder ich komme mit Ideen an, an Sender, an Firmen ran und sage, das würde ich gerne machen und so. Also war das auch schon so ein bisschen Traumberuf? Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein Traumberuf. Ist, also auch gerade dann, wenn man, wenn man von der ersten Idee bis zum fertigen Film alles machen kann, ist das ganz besonders toll. Finde ich super. Schön. Also haben Sie auch ein bisschen Kosten gespart mit dem eigenen Sohn quasi oder hat er auch ein bisschen was abbekommen? Ja, also letztlich ist es natürlich einfach, mit der eigenen Familie zu sehen. Mein Kollege, dessen Tochter hat auch den anderen Fingerabdruck gemacht und so. Das sind ja nur kleine Szenen. Also da haben wir jetzt kein großes Casting machen müssen. Wer bringt jetzt welche Hand ins Bild? Ist auch praktisch. Aber du hattest Spaß dran. Ja, oder? Hast du Spaß dran? Guck mal, da ist die Kamera. Hattest du Spaß dran gehabt? Ja. Na schön. Also, Dankeschön für das Interview. Ja, vielen Dank.